Ich möchte, dass Sie wissen, wie traurig ich bin, den besten Job der Welt aufzugeben. Ein Rückzug auf Raten also, der Großbritannien jedenfalls noch nicht den Befreiungsschlag bringt, auf den viele Menschen im Land gehofft haben dürften. Wie es nun weitergeht, klären wir in diesem ZDF-Spezial, zu dem ich Sie sehr herzlich begrüße. Was die älteste Demokratie der Welt in diesen Stunden erlebt, ist ja nicht weniger als ein politisches Beben, und gewaltige Spannungen entladen sich. Allem voran der aufgestaute Frust über einen Premier, der das Gesetz bricht, der wiederholt die Unwahrheit sagt und trotzdem glaubt, weitermachen zu können wie bisher. Bis heute Nachmittag. Isabel Thümener über einen Stehauf-Politiker, der nun wohl liegen bleibt. Es gab mal Zeiten, da war Boris Johnson lustig. Da flog er durch die Luft, setzte sich komische Mützen auf und streichelte Schafe. Für jeden Gag zu haben. Wir Politiker sind dafür da, dass man sich über uns lustig machen kann. Das ist wichtig. Mach's gut. Und so rüpelt er sich nach oben, eine schnelle, steile Karriere. War Bürgermeister von London, führte die Brexit-Kampagne an. Dann, ab 2016, Außenminister unter Theresa May. In diesem Amt der erste politische Fauxpas. Die britische Iranerin Zaghari Ratcliffe wird bei einem Besuch in Teheran festgenommen. Der Vorwurf: Umsturz der Regierung. Johnson reagiert naiv. Die Frau habe nur Journalismus unterrichtet. Hatte sie nicht. Sie war Verwaltungsangestellte. Zaghari Ratcliffe wird erst dieses Jahr aus dem iranischen Gefängnis entlassen. Pöbeln konnte er schon immer gut. Die Franzosen soll er einmal Scheißkerle genannt haben. Diplomatie geht anders. Die Liste der Verfehlungen ist lang. Falschaussagen über das Einsparpotenzial durch den EU-Austritt, eine Untersuchungskommission über die Renovierung der eigenen Wohnung, Partys im Lockdown. Und privat stritt er sich schon mal so laut mit seiner Freundin, dass die Nachbarn die Polizei riefen. Mehr als 40 Mal hat er seine Fraktion in Abstimmungen geschickt, um die Gesetzesvorhaben danach wieder zurückzuziehen. Johnson hatte erst Anfang Juni eine Vertrauensfrage nur mit Mühe überstanden. Mehr als 40% der eigenen Fraktion stimmte gegen ihren Regierungschef. Und dann eine Riesenrücktrittswelle von Mitarbeitern der Regierung. Die Luft wird dünn für Boris Johnson. Er legt heute sein Amt als Parteivorsitzender nieder. Als Premierminister will er erst mal weitermachen. Es ist der klare Wille der konservativen Partei, dass es einen neuen Parteivorsitzenden geben soll. Und damit auch einen neuen Premierminister. Rückzug auf Raten. Lustig ist das alles schon lange nicht mehr. Ja, viel Ernstes zu besprechen mit dem britischen Publizisten und Historiker Professor Timothy Garton Ash. Guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Ist das heute ein guter oder ein schlechter Tag für die britische Demokratie? Das Ende entspricht dem Mann. Chaotisch, verlogen, unwürdig, unverschämt. Aber am Ende der Abgang von Boris Johnson ist doch ein sehr guter Tag für Großbritannien, für die Demokratie und ich glaube auch für Europa. Ein Abgang als Parteichef, aber Premierminister wird Boris Johnson ja noch einige Wochen, vielleicht sogar Monate bleiben. Was bedeutet das jetzt für die Regierungsfähigkeit des Landes, gerade in diesen Krisenzeiten? Glauben Sie das überhaupt nicht? Ich wette, Ende nächste Woche ist er nicht mehr Premierminister. Es gibt einen amtierenden Premierminister. Wir gehen in eine neue Phase. Ein neuer Premierminister, der dennoch von den Tories, also aus der konservativen Partei, kommen wird. Kann denn diese tief gespaltene Partei die großen Probleme, vor denen Großbritannien steht, überhaupt noch bewältigen? Also erstmal gibt es einen amtierenden Premierminister. Es muss ein neuer Premierminister gewählt werden. Die Probleme sind absolut gewaltig, aber wir bekommen hoffentlich eine seriöse Premierministerin oder Premierminister. Und ich sehe darin eine Chance für den Land und würde ich sagen auch die Chance, einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen Großbritannien und die Europäische Union. Wer könnte denn diesen Neuanfang mit Europa tatsächlich stemmen innerhalb der konservativen Partei? Auf welchen Nachfolger tippen Sie? Also es gibt etliche, eine sehr schlechte Kandidatin,
und etliche ziemlich gute Kandidaten. Im Moment sieht es nach dem heutigen Verteidigungsminister Ben Wallace aus, ein sehr vernünftiger Mann, sehr populär mit der Parteibasis, der sich wirklich ausgezeichnet verhalten hat in der Unterstützung der Ukraine. Die Selbstheilungskräfte der britischen Demokratie, das zeigt der heutige Tag, scheinen ja zu funktionieren, wenn auch spät. Was muss, letzte Frage, Westminster aus der Causa Boris Johnson lernen? Erstens, dass man einen Hochstapler nie zum Premierminister wählen soll oder zum Kanzler. Und zweitens, dass wir zu den alten guten Sitten der britischen Demokratie zurückkehren müssen. Und das ist, wage ich zu behaupten, auch die Wille des britischen Volkes. Sagt Professor Timothy Garton-Esch, der glaubt, dass Boris Johnson auch im Amt des Premierministers noch wenige Tage überleben wird. Vielen Dank für das Gespräch. Grüße nach Berlin. Gerne. Ja, mit Boris Johnson wird ein britischer Premier abtreten, mit dem auch der Rest Europas so seine Mühen hatte. Als er Partei- und Regierungschef wurde, versprach er, den EU-Austritt durchzuziehen, koste es, was es wolle, notfalls auch ohne Brexit-Abkommen. Und genau mit dieser Alles-oder-nichts-Mentalität ist ihm am Ende das schon unmöglich Geglaubte gelungen. Die Briten verließen den Club mit einem Handelsvertrag in der Tasche. Johnson schien gewonnen zu haben, aber Europas Vertrauen hatte er verloren. Gunnar Krüger über ein schwieriges Verhältnis. Frage eines britischen Reporters. Hat die EU-Kommission extra Champagner bestellt, um den Abschied von Boris Johnson zu feiern? Nein, der Alkoholkonsum in der Kommission ist sehr begrenzt. So nüchterne Auftritte sind nicht seine Sache. Was hatten Sie darum gerungen? Boris und die EU. Beziehungsstatus kompliziert. Der eine wollte den Brexit durchziehen, die andere dabei wenigstens die Juwelen retten. Die durchlässige Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland und den Binnenmarkt der EU. Diesem Zweck sollten Kontrollen dienen zwischen der Provinz und dem britischen Mutterland. Johnsons Drohung, den Kompromiss zu kündigen, diskutierte die EU erst gestern nüchtern. Die andere Seite verletzt mutwillig internationale Abkommen, so kommen wir nicht weiter. Was wir dringend brauchen, sind ruhige, konstruktive Gespräche über die Umsetzung des Nordirland-Protokolls, nicht politische Spielchen oder Erpressung der anderen Seite. Die Tür für Großbritannien stehe offen, sagt der zuständige Kommissar. Jetzt ist es an Großbritannien, durch diese Tür zu gehen. Mit dem politischen Willen und echtem Bemühen sind Lösungen in Reichweite. Es klang schon wie eine Einladung an Johnsons Nachfolger. Diskutieren wir die europäische Perspektive auf Britanniens Regierungskrise mit der Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katharina Barley. Guten Abend. Schönen guten Abend. Boris Johnson ist also bald Geschichte. Viele Briten atmen heute zumindest ein bisschen auf. Sie auch? Ja, ich auch. Für uns Europäerinnen und Europäer war Boris Johnson ein sehr, sehr schwieriger Partner, der sich an Zusagen nicht gehalten hat, der die EU immer als Sündenbock behandelt hat und für seine innenpolitischen Spielchen missbraucht hat. Und ich kann nur hoffen, dass das beim nächsten Premierminister oder bei der nächsten Premierministerin besser wird. Und trotzdem muss man sagen, haben auch die Europäer Boris Johnson doch einiges durchgehen lassen im Zuge des Brexits, seine Wortbrüche, seine Tricks, seine Taktierereien. War Europa im Nachhinein betrachtet zu nachsichtig mit ihm? Nein, Europa hat sehr hart verhandelt und einen tragfähigen Kompromiss gefunden, ein Abkommen, was man umsetzen kann. Dann wollte Boris Johnson manches davon nicht umsetzen. Natürlich nicht. Ich meine, der Brexit ist unbequem, vor allen Dingen für Großbritannien. Und er hat versucht, sich da rauszuwinden. Die Europäische Union ist da hart geblieben. Wir haben immer wieder darauf bestanden, dass alles eingehalten werden muss. Gerade jetzt am Ende war eine ziemlich hohe Drohkulisse aufgebaut worden.
Deswegen ist es jetzt gut, wenn wir da einen frischen Start bekommen. Aber die Geschichte des Brexit scheint noch nicht abgeschlossen zu sein, auch wenn Johnson jetzt als Parteichef zurücktritt. Im britischen Unterhaus gibt es ja eine Mehrheit, die Vereinbarungen des Brexit-Vertrages kippen will. Stichwort Nordirland-Protokoll. Auf wen oder was setzen Sie da Ihre Hoffnung? Also vor allen Dingen auf die Menschen in Nordirland selbst. Die Menschen in Nordirland haben gewählt vor nicht allzu langer Zeit und sie haben zum ersten Mal Sinn Féin die meisten Stimmen gegeben, also nicht der protestantischen Partei, die UP, die mit Boris Johnson, mit Großbritannien enge Verbindungen hat. Sie wollen also etwas anderes, als diese Tory-Regierung will. Und wenn man auf die Menschen in Nordirland hört, dann wird auch eine tragfähige Lösung gefunden werden. Das Verhältnis zwischen London und Brüssel ist ja bis zuletzt, kann man sagen, schwierig geblieben. Was kann denn Europa beitragen, damit es sich wirklich kurzfristig, mittelfristig verbessert? Sehr viel beitragen können wir eigentlich nicht über das hinaus, was bisher passiert. Die Europäische Union war immer bereit zu vernünftigen Verhandlungen, auch zu Kompromissen. Zum Beispiel im Bereich Medikamente sind auch welche gefunden worden. Daher ist auch die EU auf UK zugegangen, aber viel Spielraum zu manövrieren gibt es einfach nicht. Und Boris Johnson hat es immer weiter getrieben, bei Nordirland, auch bei der Anerkennung des Europäischen Gerichtshofs als oberste Instanz in manchen Fragen. Also er hat an einigen Punkten jetzt wirklich Konfliktpotenzial auf die Spitze getrieben. Wir müssen beide einen Strich unter diese Phase ziehen und noch mal neu anfangen. Ich glaube, darum geht es auf beiden Seiten jetzt. Die europäische Sicht auf die Londoner Erschütterungen des Tages. Katharina Barley, danke für das Gespräch. Danke nach Schwäbisch Hall. Sehr gern. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Integrität ist ein Pfeiler der Demokratie und keine abstrakte Sache, so hat es der zurückgetretene Gesundheitsminister Javid formuliert. Und weil es Boris Johnson eben genau daran mangelte, muss er nun wieder ausziehen aus Number 10 Downing Street. Das ist zweifellos eine gute Nachricht für das Ansehen Großbritanniens in der Welt und umso wichtiger in diesen Krisenzeiten. Das war unser ZDF-Spezial. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.